Herzlich willkommen in der Klinik für Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin des Marienhospitals in Düsseldorf. Wir möchten Sie so anschaulich wie möglich über den Ablauf einer autologen Stammzelltransplantation informieren. Dr. Aristoteles Iagonidis ist seit 2012 Chefarzt dieser Klinik und spezialisiert auf das Krankheitsbild Multiples Myelom. Das Multiple Myelom ist eine bösartige Erkrankung, die landläufig als Knochenkrebs bezeichnet wird. Knochenkrebs deshalb, weil die Zellen, die zum multiplen Myelom führen, die sogenannten Plasmazellen, weil die sich im Knochenmark absiedeln und dort, weil sie haufenförmig auftreten, zu Lochfraß führen. Häufige erste Symptome bei einem multiplen Myelom sind Knochenschmerzen. Wolfgang Reinhold leidet unter akuten Rückenbeschwerden und erläutert in einem Erstgespräch seine Symptome. Dr. Iagonidis informiert den Patienten über bevorstehende Untersuchungen. Für die Diagnose eines multiplen Myeloms ist eine Computertomographie, eine Knochenmarkpunktion und eine Blutuntersuchung notwendig. Diese Untersuchung im Mikroskop zeigt uns, wie viele Plasmazellen im Knochenmark vorliegen. Normalerweise würden Sie 1-5% Plasmazellen erwarten im Knochenmark. Wenn Sie 70% haben, dann wissen Sie, die Erkrankung ist voll ausgebrochen und der Patient benötigt eine Behandlung. Als Vorbereitung der Transplantation erhält der Patient eine Chemotherapie, die das Knochenmark zu einer vermehrten Abgabe von Stammzellen reizt. Diese werden dann aus dem Knochenmark oder dem peripheren Blut entnommen und eingefroren. Das ist eine relativ unkomplizierte Maßnahme, weil der Körper natürlich keine Abwehrmaßnahmen gegen seine eigenen Zellen entwickelt. Sämtliche Arzneimittel, die im Rahmen einer Chemotherapie verabreicht werden, werden in der verbandseigenen Apotheke des VKKD hergestellt und individuell auf den Patienten abgestimmt. Die anschließende Vorbereitung auf die autologe Stammzellentransplantation ist jedoch immer gleich. Dann muss ihm eine sogenannte Hochdosis-Chemotherapie verabreicht werden. Eine Chemotherapie, die so stark ist, dass die bösartigen Zellen im Körper vernichtet werden. Das führt leider dazu, dass die gutartigen Zellen auch vernichtet werden. Und damit die guten Zellen sich wieder aufbauen können, gibt man jetzt die Knochenmark-Stammzellen wieder zurück und daraus entwickelt sich dann das vollständige Blut des Patienten wieder. Zur Rückführung werden die vorher entnommenen Stammzellen wieder auf Körpertemperatur erwärmt und über eine Schleuse verabreicht. Nach der Rückführung sorgen die körpereigenen Stammzellen dann für den Neuaufbau des Bluts. Das Risiko, dass die Stammzellen nicht anwachsen, ist verschwindend gering. Insgesamt ist es eine Niedrigrisikomaßnahme, die dazu führt, dass die Chancen des Patienten auf eine langjährige Therapiefreiheit oder sogar eine Heilung so erheblich erhöht werden, dass es eigentlich gar keine richtige Alternative dazu gibt. Nach der erfolgreichen Transplantation wird jeder Patient durchschnittlich 3 Wochen stationär überwacht. In darauffolgenden Gesprächen steht die Nachsorge und die medikamentöse Einstellung im Mittelpunkt, um das Immunsystem wieder vollständig aufzubauen und den bestmöglichen Erfolg für die Genesung zu ermöglichen. Die meisten Patienten erholen sich rasch, erholen sich auch so deutlich, dass sie es kaum selber fassen können und freuen sich so sehr darüber, dass sie wieder ein normales Leben führen können, dass es quasi eine Freude ist, dabei zu sitzen.